So, welcome back in Ellerbach beim RP-Projekt vom Kramer-Fan. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass ich zu Fuß mal wieder unterwegs war, weil der ganze neue Fuhrpark irgendwie im Eimer kaputt und defekt und Fehlteile hat. Aber ich war ja jetzt bei dem Bänder hin auf der Wies. Und jetzt laufe ich mal zu diesem Landmaschinenhändler. Junge Frau, lassen Sie mich mal vorbei, ich hab's eilig. Ich laufe jetzt zu dem Landmaschinenhändler und da hieß es ja, dass der Fendt gleich schon mit den Rundumleuchte ausgestattet wird und das wäre ja eigentlich gar kein Problem. Und der Mickey müsste jetzt auch mittlerweile da sein, der ist ja aufgestanden und ist jetzt auch hier zu Fuß hingelaufen. Also, gucken wir mal, wie es weitergeht. Da, oh, da steht schon der Fendt, die Tür ist auf. Sehe ich, da war schon Bewegung hier. Ich gehe mal gucken, ob ich den Mickey irgendwo finde. Hallo? Hallo, Mickey? Hallo? Ah, ja, hier, genau. Ah. Was ist los? Jo, der Ben hat schon eigentlich schon alles geklärt. Soweit ich es mitgekriegt habe, hat Fendt die fehlende Umleuchte geliefert und du müsstest mir die jetzt gerade noch dran bauen. Ach so, ja, genau. Der fährst jetzt, da muss ich einmal den Glas rausbauen. Rausbauen, genau. Raus rangieren und dann kannst du da einmal ranfahren. Ja. Und dann. Ja, okay. Ich habe gesehen, du hast hier am Fenster schon die Tür aufgemacht. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo das Paket ist, aber das kriegen wir. Ja, Kein Problem. wenn du mir die gerade schnell drauf montierst, das wäre cool. Weil ich bräuchte den Traktor jetzt hier unbedingt auch, weißt du? Ja, genau, weil man eben muss kurz im Lager nach dem Karton gucken, Kein der hier Problem. im Heizraum ist. Oh, nee, da ist er nicht. Kein Problem. Lass dir Zeit. Ich brauche den heute im Laufe des Vormittags erst wieder, Hier weißt ist du? der Karton. Hast du? Wollte gerade sagen, soll ich Sag dir mal. helfen? Hier, wieso geht denn das nicht? Ja, okay, gut. Ah, perfekt, klemmt. Oh, hier haben wir die guten Dinger. Jo, dann bauen wir drauf. Mal zack. Oh, plopp. Zwei, gell? Waren das links und rechts? Genau. Und plopp. Und jetzt muss ich einmal noch in den Bordcomputer und ihm sagen, dass der hier, Ah. Oh. dass er noch neue, dass hier die Knöpfe auch gehen. Ja. Ja, mach du mal. Du bist ja hier der Schrauber. Und wenn du fertig bist, sagst Bescheid, dann sag ich dir, warum mein Mähdrescher hier wieder noch steht. Okay. Kannst du Ja. ihn nebenbei machen? Ja, bist du aufnahmefähig? Der Herr Metzger, der arbeitet ja seit heute bei mir und der war vorhin auf dem Feld schon unterwegs, Dresche. Und dann ist der drei, viermal auf dem Feld einfach ausgegangen. Und nach zwei, dreimal Starte ist er wieder angesprungen und konnte wieder weiterarbeiten. Und dann ist er irgendwann wieder ausgegangen. Also ich tippe mal vielleicht auf Sprit, auf Dieselzufuhr oder so. Der Ben Ja. meint, es wäre was mit der Elektronik. Keine Ahnung. Können wir den Herrn Metzger irgendwie anfunken? Nee, der hat sich eben kurz abgemeldet. Der guckt nach der Hühner. Der hat im Moment keinen Funk. Ah, es sind eure Hühner schon gemeldet. Die sind schon geliefert worden. Meine Frau hat heute Morgen schon ganz aufgeregt angerufen. Da wäre Oh jemand Gott. da, der Hühner liefern wollte. Ich sollte mal schnell zum Hof kommen. Ja, sind angekommen. Okay, na gut. Brauchst du dann den Weizen, so Ja, gefragt? ich bräuchte dann Weizen Okay. von dir. Und Wasser wahrscheinlich auch. Wasser? Ich gucke mal schnell in meinem iPad. Warte mal. Normalerweise Nee, brauchen die Wasser? Wasser. Wasser wollen sie nicht haben. Die Ah. wollen noch Zucker rüber Ja, haben und das gut. habe ich aber mit dem Ben schon ausgemacht. Ach so, okay. Nochmal. Wir haben aber jetzt keinen Ernter. Hatte der Benny irgendwie schon was gesagt? Von Er wegen, wird sich doch. weil im Er wird. Nachbarort gibt es da, glaube ich, einen, der einen Ja. hat. Von da hat da irgendjemand was erzählt, er würde sich da irgendwo eine ausleihen. Okay, dann mache ich das mit dem Ben aus, glaube ich. Ja, ich kaufe dem auch ein bisschen was ab dann. Ah, okay. Und ja, aber das muss ich erst abwarten, wenn es soweit ist. Aber du bringst mir Ja, ja nee, gleich den klar. Weizen und dann sind die erste mal versorgt. Genau, ja. Dann bringe ich den Weizen dir, genau. Ja, aber hier mit dem Mähdrescher, Perfekt. gell, das, weil die Felder, die Ja. nächste. Das wäre auch ein Vielleicht so. bisschen dringend. Ich will nicht drängeln, aber es wäre schon ein Nee, bisschen dringend. muss sein, ja, wegen.
Huch. Lass mal hier. So, mal gucken. Oh, das sind hier die Rundumlöcher schon drauf. Oh. Cool. Das ging ja Oh, richtig das kann fix. auch hinten was rausgelöppt hier. Hä? Nur Stroh hinten rausgerieselt. Ah ja, gut, dann. Ja, das passiert ja schon mal. Hast du einen Besen? Dann würde ich das gerade wegkehren. Nee, aktuell noch nicht. Ah ja, kein Also Sinn. habe ich wahrscheinlich irgendwo, aber ich. Du. Das Na. verkehr ich dann einfach. Jo. Ja, Mann, musst ah, so du. hier. Mann, lepp. Musst mal gucken, ob da. Ich tippe mal auf Lebens. Spritzufuhr, aber Ben meint irgendwas mit der Elektronik. Ja, das kann beides sein. Oh, der ist ja gut, Ben. Boah, jetzt bin ich so zum starken Bauer geworden, dann muss ich eigentlich wieder ausschalten. Mensch, ey. Bist du schon so fit heute Morgen, oder wie? Ja. Hat sich eben über Funk aber noch ganz anders angehört. Ja Das gut, hat. das waren die ersten Züge. Ja. Gestern noch auf den Pfefferkorn gebissen. Oh. Vom Steg. Das hat mal kurz gebrannt. Das glaube ich. Jetzt kam hierhin Und schon dann wieder mit Stroh Bier in raus. Verbindung ist es nicht so gut. Ich habe jetzt alles mal durchgeguckt. Hier kam schon wieder Stroh hin raus. Also irgendwas stimmt hier mit dem Drescher überhaupt nicht. Ja gut, das kann halt noch in der Trommel liegen. Jetzt hast du zwei Fleckchen auf dem Hof. Ach, komm, das verkehre ich dann. Ja. Der gut altbekannte Trick. Genau. Nee, ich gucke den einfach durch. Ja. Und dann braucht ihr den. Ja, heute Nachmittag irgendwann wäre es cool vielleicht. Dann fordere ich doch von einem anderen Hersteller einen an. Okay. Das übernimmt dann wahrscheinlich, habt ihr Arbeitsausfallversicherung Thema? Ja, habe ich. Keine Ahnung, ruft die am besten oder schreibt ihr mal eine E-Mail Ja. und sagt mir dann Bescheid, in welchem Budget und also, ja gut, das muss eigentlich nicht sagen, in welchem Budget, aber in welchem Ausmaß die dir einen freigeben. Ja, okay. Dann würde ich da einen Vorführer oder irgendwas anfordern Irgend so ein oder Ersatzfahrzeug einen halt dann. mieten oder, ja genau, Ja. Ersatzfahrzeug von einem Lohnunternehmer oder so. Und dann würden wir das einfach so machen, weil. Gut, der Drescher ist groß. Ach, Ja. mein Ben. Ja, ich habe gerade ein bisschen gelauscht und zwar das ganze Zeug ist ein bisschen viel, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ich habe doch hier den mein Glasdrescher hier. Hat Ach so, eine ja Stufe gut. kleiner, aber ich denke, Reicht der aus? letztendlich ist das noch legitim. Das ist der Dominator. Den könntest du in der Zwischenzeit benutzen, falls wir das jetzt nicht hinkriegen. Oh, das wäre total nett. Ben, Da hinten brauchen steht wir er. den? Ah, da Brauchen hinten wir der, ja, den? okay. Nee, jetzt aktuell brauche ich nicht irgendwann heute Nachmittag erst, weißt du? Nee, ob wir den brauchen? Nee, mir ist noch nix. Okay, gut. Dann kriegst du den gleich mit? Ja. Oder, ja gut, dann stell den Dominator. Da soll ich dir den bringen? Nee, was, pass mal, du bringst mir den, genau, und ich fahre mit dem Fendt Mama, komm mal zurück. her, komm. Ich fahre mit dem Fendt Jo. zurück auf den Hof. Da hast du ja die Rundumleuchte schon angebaut. Genau, ja. Ja, dann fahr du den Glas bei mir auf den Hof. Ich muss nur gucken, wo der Herr Metzger das Schneidwerk hingestellt hat, aber ich glaube auch irgendwo auf den Hof. Und Das dann. Schneidwerk brauche ich nicht dann. Das passt. Nee, das können wir ja eigentlich stehen lassen, gell? Genau. Ich liefere euch jetzt zwei jetzt auch mal gleich euren Weizen aus. Wegen Ja, dem das. Drescher muss ich gucken, weil das Ja. kann alles sein. Ja. Weil da muss ich auch nochmal am besten mit dem Herrn Metzger reden, Was ob der genau dann passiert ist. beim Gas geben einen Abfall hatte von der Leistung. Ja. Weil dann ist es meistens Sprit. Ja. Aber wenn er so ausgegangen ist, dann Ah ja. wahrscheinlich die Elektronik. Aber mit der Elektronik habe ich nicht die Möglichkeiten, Ja. um das alles durchzuprüfen, ob da irgendwie im Kabelbaum oder so eine kalte Lötstelle ist oder so.
Das kann ich nicht überprüfen. Ah ja gut, das sehen wir dann. Hier, ich brauche, wie gesagt, ich brauche erst heute Mittag einen Drescher und wenn ich einen Ben seine nehmen kann, der dahinter steht, ist das ja gar kein Problem. Ich schreibe Klaas auf jeden Fall Okay. gleich an und schreibe denen mal die Problematik da von dem Drescher. Nee, am besten der Versicherung. Ah. Klar, das mache ich, weil ich der Vertreter bin. Ah, dann schreibe ich die Versicherung wegen dem Genau. Arbeitsausfall Bescheid. Jo. Genau. Gut, Gut, ich schnapp mir machen jetzt wir. meinen Fendt und fahre auf meinen Hof zurück, gell? Ja. Warte mal ganz kurz hier. Ja. Ich habe gerade gemerkt, Miki, dass die Rundumleuchten da nicht passen. Guckst du mal bitte kurz nochmal. Aber Oder ist dein Reifen Eva platt? sah es doch schon mal ganz gut aus. Ich guck mal gerade mal deinen Drescher an, Ben, ja? Jo. Komm mal Ist mit dein dem Reifen auf klar. der einen Seite platt? Ist ja ein bisschen. Ja, ich glaube, dass da irgendwas ist daher. Der ist da acht groß. Was hat der denn für Schneidwerk? Was ist denn das hier? Ben? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Meter müsste das sein, ne? Ben? Ja, ist gut möglich. Ja. Ben? Ich guck mal eben beim Mickey, gell? Jojo, ich guck mal nur mal, ich bewundere mal deinen So, bleib du Drescher. mal da. Ich glaube, der ist umgekippt. Ei. Oh je, was machen die War da zwei wohl da? der Reifen platt oder was? Ah ja, guck Oh mal. ja. Aber hier, wenn ich Ja, mir den da ist der Drescher hier so Reifen platt. angucke, boah, das ist auch ein ganz schön geiles Teil hier. Dominator. Hört sich fast an wie Ich guck mal Terminator. kurz nach Scheib. Scheiben sind noch okay. Ja, Scheiben ist alles gut. Mach Du, ich wollte gerade Ey, nur warte mal. das Tor Warte, 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 aufmachen, warte. Warte. hab Geil. die Tür aufgemacht und Psst. da fällt das Ding um. Come on. Come on. Oder wie? Was machen die zwei dann da mit meinem schönen Fendt? Ey, das ist Wahnsinn. Was hat er denn eigentlich hier eingelagert? Wasser. Und da drüben hat er eingelagert. Ich war schon mal gucken, gell? Oh, da hat er Weizen jetzt seit neuestem drin. Und Dünger und Kalk. Das brauche ich ja auch irgendwann auch mal. Okay. Hallo. Hallo. Also soll ich Sie vielleicht mal, also Sie wollen ja jetzt mit dem Drescher heimfahren, ne? Ja, ich habe nur gehört, dass mit den Rundumleuchten stimmt irgendwas nicht. Genau. Dann nehme Ne, ich den. da haben wir wahrscheinlich ein kleines Softwareproblem. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde Sie runterfahren. Okay, nee, ich kann ja den Ben seinen Drescher dann mitnehmen, oder? Ja gut, dann kommen Sie gleich hier hinten mit. Ja. Kommen Sie gleich mit hier. Ja, ich komme mit. Perfekt. Ich habe eine neue Hofausfahrt. Wollen Sie Ja. gleich mal testen? Können wir machen. Okay, steigen Sie mal ein und folgen Sie mir am besten mal. Okay. Oh, was ist denn hier los? Komm ich Alles nicht. gut? Der ist noch nicht, der ist noch zugeschlossen. Ach, Ben. Mal hier, Ben, bist du im CB? Hallo, ist noch irgendeiner im CB? Ah, Ach, der ja. Metzger ist auch wieder da. Ja, hallo. Perfekt, Ben? Jo. Steckt da hinten der Schlüssel noch? Weil der ist kein Lohnunternehmer, der hat nicht die gleichen Schlüssel. Ich komme nicht in deinen Drescher rein, Ben. Da ist die Tür noch zugeschlossen. Mama, bist du auch im Funk? Ja. Ich bin voll, also der Anhänger. Ja, da muss ich ja auch gleich noch gucken. Da muss ich mir noch Gedanken machen, wo wir das Stroh lagern. Okay. Stell den einfach mal Stroh auf könnt den ihr bei Hof. mir. Den Ladeware. Theoretisch könnt ihr das Stroh bei mir lagern. Ah, das ist eine gute Idee. Haben Sie gehört, Herr Metzger? Ja, dann fahre ich direkt mal hin. Genau, dann lagern wir das Stroh erstmal hier beim Miki mit ein. So, jetzt stehe ich hier rum. Ich soll jetzt hier mit dem Dominator fahren, aber funktioniert nicht. Da müsste Ben mir mal aufschließen. Ben, bist du noch Ben, irgendwo hier? warte mal, Kramer, ich kann dir auch den Schlüssel geben. Ah, Dann gut. gebe ich dir einfach den Schlüssel. Ja. Warte mal. Ich muss ihn jetzt nur aus meinem. Ach, es ist blöd mit diesen Schlüsselringen Ja, da. ich weiß, da hat man immer sau viel Schlüssel dran. Mal. Oh, warte mal. Rummel mal. Geht das mit dem? Komm Nee. hoch, ich habe 10.000 Schlüssel. Geht nicht. Ben? Ben? Der kann den doch bestimmt einfach aufschließen, Ben, oder?
Warte, Kramer, bleib mal hier. Ja, ich wollte doch nur mal auf Ruf gehen. Ja, alles gut. Ben! Ajo, was schreist du so? Ey, Mensch, du kannst doch nicht einfach den Tür schließen und die Schlüssel ändern. Ich hab keinen mehr. Und der Andreas auch nicht mehr. Ach, du vom meinst Drescher. Von dem Drescher, der liegt doch noch bei dir drin. Ach so, okay, warte mal. Mei. Ich hab gedacht, du hast den Schlüssel im Segel, deswegen hat man gedacht, du kommst hierher und schließt mir gerade mal auf, dann kann ich mit dem schon mal wegfahren. Hängt den gerade ab. Jo, was? Der Mieke holt ihn gerade. Hm. Was ist denn das hier eigentlich? Das Glas Skorpion. Ist ja auch ein geiles Teil. Mit der riesen Ballezange da vorne dran. Ja. Ah, oder warte mal, ich geb's hier gleich. Hier. Hm? Warte mal. Ist es der? Der Schlüssel? Ja. Okay, ich probier mal, ob ich jetzt reinkomme. Jo, jetzt passt's. Gut. Jetzt. Jo. Nee? Ach so. Läuft der jetzt? Achtung, Herr Metzger! Achtung! Hier, oh. Ah, perfekt. Ben? Hm. Hast du den Plattfuß behoben? Ich heb gleich nochmal. Also, passt ja jetzt wieder alles. Wo kommt denn das Stroh hin? Ich hoff's. Ach, perfekt. Das sollen wir einlagern, richtig? Das ja, Stroh? Ich hab noch nichts zum Einlagern. So, warte mal, jetzt, Einfach Tür offen. Herr Metzger, fahren Sie einmal bitte wieder zurück, weil, ich komme hier sonst nicht durch. So. Oh Mann, hoffentlich passt die Kupplung. So ein großer Hof und trotzdem kein Platz, gell? Ach Mensch, der Maschinenhändler, der stellt auch alles immer mitten rein. Ja, habe ich heute Morgen schon gesehen. Der Drescher stand also hier auch quer im Hof. Der Spediteur meine ich halt. Ich schieb den hier einmal durch. Ja, ich fahr schon beiseite. Moment. Ich müsste jetzt pass hier... Pass auf, warte mal. Ja, ich sehe es, da steht noch ein Striegel, gell? So, ich komme aber durch. Perfekt, jetzt schiebe ich den hier. Moment, Herr Metzger. Stell den jetzt einfach mal auf die Straße. So. Ben? Ja. Aber mal, bitte. Ah, komm mal, gerade den Funk hier. Ist drin? Jo. Okay, gut. Thema. Wir müssen jetzt den Weizen ausliefern. An dich und an den Andreas. Mhm. Und wir müssen noch die Ballen einsammeln wahrscheinlich, ne? Jo. Die sind jetzt fertig gepresst, richtig? Soweit schon, ja. Alle Felder, perfekt. Wie wollen wir es machen? Willst du Weizen fahren oder soll ich? Kannst du machen. Mal Ballen ansammeln würde ich auch. Ach stimmt, nee, dann fahre ich aus. Ja, okay, nee, dann mache ich das. Ben. Mit dem Ballen. Ben, ich nehme jetzt deinen Dominator mal mit, ja? Ja, das geht klar. Gut. Alles klar, ich mache mich vom Acker. Ciao. Ciao. Jo. Dann nehme ich mir den mit, wenn das mit meinem so lang dauert. Bis sie den irgendwie repariert haben oder ausgetauscht, das ist ja Wahnsinn. Ja gut, wir können es halt leider nicht ändern, ne? Ja, ist ja kein Problem, aber ich habe ja hier einen Ben seiner jetzt. Mit dem können wir ja notfalls weiterarbeiten. Ja, das kann sich halt ziehen mit dem. Hm. Ja, ist ja ein großes Gerät, um Gottes Willen. Ich nehme den Ben jetzt einfach mal seine mit und dann lassen wir uns mal überraschen, genau, was passiert. Genau, dann müssen wir ihn komplett halt austauschen. Das wäre dann halt... Ach so, warte mal. Ich befülle den einmal mit Weizen und fahre den mal weg. Jo. Genau, Herr Metzger. Sie lagern bei dem Mickeys Stroh von uns ein. Ja.
Wo soll ich gleich den Hänger hinfahren? Mit hier unter das Lager. Ach, Gerste. Den stelle mal auch mal auf den Hof und gucke mal. Jo. Ich melde mich mal kurz ab aus dem Funk. Jo. Jo. Jo, das war's. Drescher kaputt. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Drescher von Ben. Fendt läuft anscheinend mit denen Rundumleuchte wieder. Ja, und wie es weitergeht hier auf der Ellerbach, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bis hierhin mit dem, fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Wie gesagt, bleibt mal gesund in dieser Zeit, weiß man nie, was all auf einem zukommen kann. Schöne Zeit euch allen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.